Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Allesmachers. Heute mal mit dem Thema Anheizen bzw. Anfeuermaterialien. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die so relativ gängig sind, die ich auch kenne, womit ich Erfahrung habe. Es gibt natürlich noch weitere Varianten. Ich habe jetzt aber einfach mal das geholt, was bei mir so vorrätig ist, sage ich mal. Genau, es gibt einmal die ganz klassische Variante, die viele von euch kennen. Man nimmt einfach ein bisschen Papier, Zeitung oder mittlerweile, man kann auch Papiertüten nehmen oder etwas Küchenrolle, was halt da ist. Zündet es an der schwächsten Stelle an, legt es in den Feuerscheit, also in den Holzscheithaufen und genau, von dort an fängt dann das Feuer an, die Tüte an zu verbrennen oder die Zeitung, je nachdem, was es eben ist und entfacht das Feuer im Holz. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit diesen kleinen Scheiten, also mit diesen ganz dünn gehackten, was beim Holzhacken oft entsteht, oder auch wenn man einen Scheit kleiner machen möchte, um zu verbrennen, dass man mit diesen Mini-Scheiten im Grunde vorne anzündet, müssen aber sehr trocken dafür halt sein, vorne anzündet und dass diese dann brennen, man die hineinstellt und dann genau die auf den umliegenden Holzscheiten mit dem Feuer übergreifen und dann auch brennen. Das ist die natürlichste Variante, die allen meiner Meinung nach allerdings auch die Variante, die am schwierigsten umzusetzen ist. Also ich habe öfters die Erfahrung gemacht, wo ich habe jede Variante getestet, muss ich dazu sagen. Also jede der hier liegenden. Sage auch gleich, was mein persönlicher Favorit ist. Genau hier habe ich die Erfahrung gemacht, die gehen relativ zügig auch wieder aus. Also wenn ich sie eingeschaltet habe, dieser kleine Scheit hier im Grunde, also dieses, ich nenne es Mini-Scheit jetzt mal, schon gut am Brennen ist, man eine schöne Flamme hat, man tut es mit reinlegen, der brennt schön ab. Das Feuer greift nicht so super über, aber der hier auch erstmal zum Brennen zu bekommen, ist gar nicht so einfach, muss ich persönlich sagen, dauert eine gewisse Zeit. Dann gibt es hier etwas, was für mich relativ neu war. Das ist so gepresstes Holz. Späne sind das. Mal gucken, ein bisschen weniger Licht, dann seht ihr es vielleicht was besser. Genau, die sind aber mit Wachs überzogen. Durch den Wachs ist es wie eine Kerze so ein bisschen zu vergleichen. Man zündet es im Grunde an auf einer Seite, am besten auf der Seite, wo die meisten kleinen Minispäne rausgucken. Zündet man es an. Ich kriege es leider gerade nicht so super hin. Ah, so sieht man es. Man zündet es hier an und das Feuer futtert sich von unten im Grunde weiter hoch. Das ist wie so eine, wie so eine kleine Fackel, kann man es beschreiben. Durch den Wachs brennen die sehr schön. Der Wachs gibt halt nochmal ein einfacheres Brennen ab. Und genau, dann kann man es auch in den Scheit hineinlegen und genau, es greift über. Finde ich persönlich eigentlich eine sehr schöne Sache. Hab nur die Erfahrung gemacht, auch hier vorne, die brauchen immer was länger, bis dass sie ordentlich anbrennen. Also nicht so lange wie hier die Mini-Scheit-Stücke, aber sie brauchen schon ein paar Sekunden. So, das ist dann, meckern auf hohem Niveau, aber ansonsten sind die sehr schön. Ich habe so persönlich jetzt online gekauft, eigentlich aus direkt von der Herstellerfirma, PFC-zertifizierte Forstwirtschaft, ist das Holz und ja, mit Wachs überzogen, im Endeffekt auch alles Naturprodukt, keine künstlichen Sachen, weil Wachs, richtig, finde ich ganz gut. Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich jetzt auch top. Ich habe 20 Kilo bekommen für, ich glaube, 32,90 Euro. 32,90 war es mit Versand, also Versand war dabei. Kann man nichts sagen, finde ich. Und finde ich, sind sehr schön zum Benutzen. Natürlich während dem Transport, das hier ist jetzt ein sehr schön langer, brechen die auch ganz gerne. Dann hat man so kleine Stückchen oder auch sowas hier. Aber ist, finde ich, jetzt nicht schlimm. Weil auch, dann nimmt man so ein kleines Stück, legt es dazu, macht das, dann hat man so ein kleines Häufchen, welches brennt, nimmt man, dann ist es wunderbar. Dann die, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Die Firma sagt vielleicht nicht unbedingt allen was, aber garantiert kennt jeder diese weißen Blöckchen hier. In der Antabung sehr einfach. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, sie verbrennen etwas zu schnell für meinen Geschmack beim Anheizen. Sie brennen aber auch sofort. Also das ist wirklich eine super Sache. Allerdings natürlich reine Chemie im Endeffekt. Kann man schön mit heizen, sind aber mittlerweile, finde ich, auch sehr teuer geworden. Ich weiß, früher gab es ein so ein Päckchen für 66 Cent. Mittlerweile sind die, ich glaube, schon bei 1,20 Euro, 1,30 Euro. Also die haben einen großen Preissprung hingelegt. Genau. Ist halt das, was man dazu sagen muss. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre ausschließlich hiermit angeheizt. Muss ich
sagen, weil ich am bequemsten fand. Da habe ich einfach mal so ein Puff, so ein schönes Viereck mit reingetan. Das brannte dann auch, hat eine gute Hitzeentwicklung, alles gehabt. Ich persönlich finde sie nur mittlerweile zu teuer. Die hier sind Mittelpreis, also sind preiswerter als die hier. So, und hier runter ist natürlich immer preiswerter werden. Ein Stück Zeitung hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Ist ein Abfall, ist im Endeffekt, wenn man es gelesen hat, nicht mehr braucht. Ein Abfallprodukt oder auch eine Tüte, wenn man sie bekommen hat. Die meisten Papiertüten macht man sich leider Gottes. Also eigentlich ist ja der Gedanke, man verwendet sie öfters. Machen wir uns nichts vor. Die meisten kann man nach dem einmaligen Gebrauch oder zweimaligen Gebrauch auch wieder wegschmeißen. Und dann kann man sie so noch ein bisschen nutzen. Genau. Finde ich persönlich allerdings nicht schön zum Anheizen, genauso wie den Minischalt. Bin ich auch kein Fan von. Also muss ich sagen, habe ich über die letzten Jahre gemerkt, ist nicht meins. Die hier finde ich sehr faszinierend. Bin ich bisher sehr positiv von überrascht, weil ich dachte, oh, die sind bestimmt so ein bisschen wie diese Holzwolle. Die kennen bestimmt die meisten auch. Die sind auch mit Wachs überzogen, so ein bisschen miteinander verknotet, diese Holzwolle. Habe ich auch mal ein Jahr lang versucht, also Anfang eines Jahres ein bisschen, war ich sehr unzufrieden mit. Einfach weil die Dinger anzukriegen, war ganz gut. Dann reingelegt, dann waren die aber so schnell verbrannt, dass das Feuer nicht übergreifen konnte. Also vielleicht hatte ich auch eine schlechte Qualität erwischt, aber ich war einfach kein Fan von diesen Bällen, im Endeffekt möchte ich sie nennen. Diese länglichen, geknoteten. Genau, wie mache ich es momentan? Ich habe für mich entdeckt, ich nehme immer so zwei, drei von denen hier. So wie hier, mache so ein kleines Häufchen daraus, breche mir hier so ein ganz kleines Eck, also wirklich hier auf der Seite sieht man, sind ja so Würfelchen in der Form. So, ich versuche auch wirklich einen Würfel vielleicht mal rauszunehmen. Natürlich brechen die nie genau auf einem Würfel, aber von der Menge her. Also wirklich nur so ein kleines Stück, das lege ich dann hier zu, zünde es an, weil das hier brennt heiß, aber nicht so lange. Die hier brennen über eine längere Distanz. Das hier entfacht hier das kleine Minifeuer. Und der große Schalthaufen an Holz wird im Endeffekt so angezündet. Das ist für mich der preiswerteste Weg, wie ich es errechnet habe, weil die hier im Kilopreis sehr preiswert waren. Wie gesagt, 20 Kilo für, ich glaube, 32, 33 Euro inklusive Versand. Die hier sind teurer geworden. Ansonsten könnte man natürlich auch sagen, man nimmt nur die. Aber diese zwei Kombis ist für mich natürlich das Beste gewesen. Und wenn ich so Sachen hier wie sowas hier übrig habe, lege ich es natürlich auch noch mit drauf, einfach für eine schönere Flammenentwicklung. Aber ist kein Muss. Wovon ich persönlich aber sehr unbegeistert bin, ist mit Papier anzuheizen. Einfach, weil es für mich gar keinen Sinn ergibt. Also, weil für mich ergibt es nicht den Sinn, dass man das Papier reintut. Das Papier brennt schnell weg, aber es gibt keine Flamme an das Holz ab. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Allesmacher.